Reaction auf eine ZDF-Reportage. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Donnerstag Vormittag. Ich muss zurzeit wieder viel vormittags streamen, weil ich abends zu Vorträgen auch unterwegs bin. Und ja, hier geht es darum, ja, Messer, Achtung, Messerstecher vom ZDF-Reportage Deutschland im Messerland. Und das ist eine Sache, die hat mich hart getriggert, weil das Thema Messer in meinen Vorträgen immer wieder Thema ist. Ich sage das immer wieder, das Messer hat sozusagen ein Revival erlebt. Und ich würde gleich bei euch auch mal nachfragen. Ich glaube, dass das Thema Messer auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat. Das Thema Messer ist, wie gesagt, in meinen Vorträgen immer dabei. Ich werde jetzt hier auch gleich in dieser Doku ist Maximilian Pollux dabei, wie immer er in Wahrheit heißt. Schwingt da ein bisschen Ablehnung mit? Schwingt da ein bisschen Ablehnung mit? Ich versuche da so einigermaßen neutral wie möglich ranzugehen bei Maximilian Pollux. Ich persönlich würde den nicht in dieser Arbeit einsetzen mit seinem Umgang, den er hat. Ich habe da ja einiges an Material mit, was für Leuten aus dem Milieu, der sich noch trifft. Bilder können auf Anfrage gerne zugeschickt werden. Aber ich versuche da neutral ranzugehen. Ralf schreibt, grüße ihrem Messer, nehm ich immer, damit sich die Gabel nicht so langweilt. Ja. ist ein schweres Thema. Es ist an Schulen ein Thema. Es ist von vielen Flüchtlingen ein Thema, die das mitnehmen. Migranten, alles Mögliche. Ich arbeite ja auch im Anti-Gewalt-Training mit vielen jungen Leuten. Und da gehört das so gut wie als Normalität dazu, ein Messer mit dabei zu haben. Das ist sehr, sehr normal geworden. Ich weiß, einige sind ja hier auch Altersklasse, auch 70er, 80er. Und es war ja auch in den 90ern so gang und gäbe, irgendwie sich ein Butterfly-Messer zu besorgen. Erinnern sich die meisten daran? Irgendwie würde mich mal interessieren, wer ja alles mal so ein Butterfly oder ein Springmesser damals hatte. Das war auch sehr, sehr typisch, das mitzunehmen. Ja. Butterfly und Wurfstern, ja, wird ja immer schlimmer. Moin, Anonymer, grüß dich, mein Freund. Und ja, Tim schreibt auch, yep, Messer mit. Tim ja auch eine Vergangenheit. Das haben wir alles Crocodile Dundee zu verdanken. Ja, da war das, ja, yo, hatte beides, oh ja. Ja, wenn das Messer zum guten Ton gehört, wie das Butterfly früher. Meine Mutter hat mir mein Butterfly weggenommen. Ich hatte drei. Das erste war doof, das zweite auch. Oh ja, Butterfly Moves. Also wer saß nicht zu Hause mit dem Butterfly und hat das geübt? Ja, Butterfly hatten viele, aber nicht mit unterwegs. Okay. Klar, letzte Reise im Schulbus, ja. Einer aus der Lehre hat einen Butterfly. Am nächsten Tag zerschnittene Finger und kein Butterfly mehr, Ralf, ja. Ein Mann ohne Messer ist kein Mann, heißt es bei uns auf dem Dorf. Butterfly-Messer ist so 90er, ja. Ja, als Kinder hatte jeder von uns ein Taschenmesser einstecken. Das können wir gleich auch nochmal verifizieren, welches Messer wie vielleicht mitzunehmen ist. Also mein Vater ist 81, Papa ist 81. Papa wird dieses Jahr 82, genau. Mein Vater ist 81, den kenne ich ein Leben lang nur mit einem kleinen Schweizer Taschenmesser in der Hand, das auch wahrscheinlich sein meist eingesetztes Werkzeug ist. Von der Flasche Bier aufmachen bis hin zu irgendwas schnell durchschneiden oder halt irgendwas schnell festschrauben. Ich glaube aber, dass mein Vater nicht zu den typischen Messerstechern gehört. Und deswegen müssen wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen differenzieren, wenn wir gleich drüber sprechen. Und aber erschreckend, wie viele das hier auch sagen, wie viele früher auch immer ein Butterfly oder so oder ein Springmesser dabei hatten, das gehörte wirklich so teilweise zum guten Ton. Und es ist heute auch immer so, wisst ihr, es ist ganz spannend, wenn ich in eine Schule gehe und im Vortrag spreche ich dann über Messer und dann sage ich, egal an welcher Schule ich bin, sage ich dann immer, ich wette, an dieser Schule sind reichlich Messer. Und die Lehrkräfte oder der Schuldirektor sitzt hinten drin und sagt, nee, bei uns nicht. Ich sag doch. Und dann sage ich so zu den Schülern, keiner muss sich jetzt hier outen, weil ich will natürlich, dass keiner dann da Probleme kriegt. Und dann frage ich die Schüler, sind hier Messer? Und dann alle, natürlich, hier sind reichlich Messer. Und dann sind viele der Lehrkräfte immer total überrascht.
Und natürlich das Hauptargument ist, ich nehme ein Messer mit zur Selbstverteidigung. Das Problem ist, wenn man ein Messer dabei hat, es macht Gelegenheit. Und besonders, wenn man ein Messer natürlich nur mitführt, was als reine Stichwaffe, was als reine Waffe angesehen wird. Ich weiß, man kann jedes Messer zu einer Waffe machen. Ich weiß, man kann auch fast jeden Gegenstand zu einer Waffe machen. Aber da werden wir gleich noch vielleicht eine Differenzierung machen. Dann steigen wir jetzt in die Doku rein. Schön, dass Sie heute vorne dabei sind. Es ist wichtig, vielleicht über das Thema Messer zu sprechen. Vielleicht finden wir den einen oder anderen, der dann vielleicht sich überlegt, nicht mehr mit einem reinen Butterfly-Springmesser oder mit einer feststehenden Klinge loszulaufen. Pedro schreibt, Schweizer Taschenmesser, beste. Bin da ähnlich drauf wie dein Vater. Gerade mal schnell eine Schraube festdrehen. Ich habe auch von einem guten Freund von mir, Ehre geht raus, Benny, habe ich auch einen Leatherman zugeschenkt bekommen. Ich habe einen alten Leatherman hier auch noch, der ist schon 30 Jahre alt. Der liegt hier bei mir auch auf dem Schreibtisch. Ich habe meinen Leatherman auch immer mit, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Und das, glaube ich, da müssten wir gleich differenzieren, wofür man was mitnimmt und warum man das hat. Ich glaube, das ist nur fair, das vielleicht zu differenzieren. So, und dann steigen wir in die Doku rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Laber, laber an diesem Donnerstagmorgen. Und wir steigen jetzt mal rein. Es kann sein, dass zwei, drei Stellen gepiepst sind, beziehungsweise kein Ton, keine Sprache da ist, weil hier Copyright-Musik drin war und die habe ich vorher gemutet. So. Wo ist meine Maus da? Waffenkontrolle. Okay, Messer irgendwas? 34 Messerangriffe in Deutschland pro Tag. Ein Messer ist eine Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert. Es kann überall passieren, auch im Fitnessstudio. Ich habe das Messer in seinen Händen entdeckt und da war das Messer eigentlich dann auch schon in meinem Körper. Viele Jugendliche gehen nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus. Ich würde sagen, dass sogar dass ein Großteil der Jugendlichen im städtischen Bereich, und das kann auch schon Kleinstädte sein oder so, dass ein Großteil der Jugendlichen sogar mit dem Messer rausgeht. Ich glaube, das wissen viele Eltern nicht, bekommen sie vielleicht dementsprechend gar nicht mit, wissen gar nicht, was im Rucksack oder in der Jacke ihrer Kinder drin ist. Und da, glaube ich, gehört es auch für die Eltern mal ganz genau hinzugucken. Wir werden jetzt ja auch gleich ein Opfer hören, das niedergestochen wurde und wie die Polizei wen was wie kontrolliert, wer Waffen einsetzt. Und auch darüber darf man und muss man sprechen. Ich habe keine Lust, dass jeder Hans Wurst in der Stadt mit einem Messer feststehende Klinge durch die Gegend läuft. Ich habe keine Lust, dass jeder ein Messer mitarbeitet. Ich find's ganz fürchterlich. Ich habe selber Sticherfahrung. Ich wurde das erste Mal niedergestochen, als ich unter 18 noch war. Habe ich gar nicht gemerkt. So schnell ist die Klinge reingerutscht raus. Bei einer Schlägerei habe ich gar nicht gemerkt. Der eine hat einen Totschläger, der andere hat vielleicht ein Rambo-Messer dabei. Ich habe schon wieder Wackelkontakt in meinen Kopfhörern, Alter, Digga. Fürchterlich. Geht da Blut vor Ort verloren und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das eine Stunde lang ohne Transfusion überlebt, sehr gering. Aber ich habe es geschafft. Die junge Dame hat mich wachgehalten. Die hat mich versucht, mit Witzen bei Laune zu halten. Und ich glaube, dass ich ohne sie heute hier nicht mehr sitzen würde. Dankeschön, mein Spatz. Dankeschön. Ich kriege hier einen heißen Kaffee. Dankeschön. Ja, immer wieder. Oh, Matze schreibt auch gerade, grüß dich, mein Freund. Geht's deinem Knie schon ein bisschen besser? Matze ist ja Polizist in Hamburg. Und Matze schreibt gerade, moin, für Hamburg kann ich sagen, dass wir jeden Tag mehrere Messerstechereien haben. Sehr bitter. Und die Dinger werden halt super schnell gezückt. Ne? Also, heute flippen ja auch alle aus. Du brauchst ja nur einmal Hurensohn sagen oder so und dann Messerstecherei tot. Ich glaube, dass viele da gar nicht wissen, dass wenn sie das einsetzen, dass sie einfach auch dass sie einen Tod in Kauf nehmen. Ich weiß, das klingt komisch, natürlich sollten das 15, 16, 17, 18-Jährige wissen, aber ich glaube, viele gehen da so ran und sagen so, ja, ich wollte den abwehren, ich war ja Notwehr und sonst irgendwas. Da kommen die unterschiedlichsten Ausreden, warum dann gesagt wurde, warum zugestochen wurde. Ja, Rufus schreibt auch gerade, Messer haben früher auf mich eine große Faszination ausgeübt. Auf mich auch. Ich weiß noch, ich habe meinem Vater immer das Rambo-Messer. Da gab es damals das Rambo-Messer oben mit der Angelsehne drin, ne? Und mit dem Kompass dran und da waren Streichhölzer drin und sonst irgendwas. Ne? Das war ja so eine Klinge.
Mit der bin ich teilweise auch rumgelaufen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich will nicht, dass so ein verwirrter junger Mann, wie ich es war, mit so einer Waffe durch die Gegend läuft. Oh, wie viele Leute hier Messererfahrung haben? Okay, guck mal. Faustkampf gibt es in Italien nicht. Wenn es gut läuft, kriegst du mit einer Eisenstange. Wenn es blöd läuft, Messer oder Schraubenzieher. Und wenn du extrem Pech hast, Schusswaffe, ja. Wow, Wahnsinn, wie viele Leute schreiben, die hier Messererfahrung haben. Hab mal ein Messer in der Security abbekommen. Hatte Gott sei Dank die Sicherheitsweste an. Jo. Also erschreckend viele, die dann hier wirklich Messererfahrung haben. Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Im April 2023 sticht ein Mann in diesem Fitnessstudio in Duisburg insgesamt 4 Personen nieder. Der Täter kann zunächst fliehen, wird später anhand von Bildern einer Überwachungskamera identifiziert. Ja, da erinnere ich mich dran, wo man auch überlegt hat, da ging es ja erst das Gerücht rum, glaube ich, ne, irgendwie Drogenmilieu, Streit im Milieu um irgendwas, Kriminalität. Da ist ja jemand einfach in John Reed rein und hat dann willkürlich auf Menschen eingestochen, der dann ja auch verhaftet wurde. An den Fall erinnere ich mich, ist ja auch gerade noch nicht mal ein Jahr her. Das ist ja auch immer so, weißt du, du bist einfach irgendwo unterwegs und heute, dadurch, dass die Leute sowieso alle so wütend sind, oder so viele Leute so wütend sind, ne, so wütend Politik, Deutschland kaputt, Katastrophe, Deutschland geht unter, warum ist Putin hier nicht an der Macht? Und das führt Leute dazu, halt auch innerhalb kürzester Zeit so dermaßen auszurasten. Das merkt man ja schon in Gesprächen. Und wenn dann noch eine Waffe mit dabei ist. Es ist ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien. Nach seiner Festnahme ergeben die Ermittlungen, dass er bereits eine Woche zuvor eine Person mit 28 Messerstichen getötet hat. Ja, also da erstmal Beileid an die Opfer. Kam raus, eine Woche vor Schlimme getötet und dann eine Woche später nochmal 4 Leute im John Reed Fitness niedergestochen. Das ist natürlich eine Sache, über die man auch sprechen muss. Und das ist ja das, was die AfD dann auch ausschlachtet und ist vielleicht auch in Teilen manchmal berechtigt, dass man sagt, okay, wie gehen wir damit um? Na, also auch Leute, die straffällig werden, die vielleicht einen Ablehnungsbescheid haben, die dann nicht abgeschoben werden und so weiter. Da muss der Rechtsstaat jetzt auch handeln. Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber man muss natürlich hingucken. Das sind natürlich diese Sachen, die die AfD dann ausschlachtet, weil die Politik dann hier auch nicht handelt, ne? Ja, ist halt so irgendwie vom ZDF ausgehend, den Fall herzlich. Es gibt genug deutsche Messerattacken. Ja, ich glaube nicht, dass es nur darum geht, aber dieser Fall war ja nun spektakulär. Also auch da darf man drüber sprechen. Zur Herkunft von Messerstraftätern gibt es bundesweit keine einheitlichen Zahlen. In Nordrhein-Westfalen aber gab es 2022 fast 4000 Tatverdächtige. Ja, guck mal, muss man mal sagen, nur alleine für Nordrhein-Westfalen 3.991 Tatverdächtige und das sind wahrscheinlich nur die Sachen, die sind ja angezeigt worden. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Zahl sonst ist. Oh, ich habe ganz vergessen, mein Handy auch leise zu machen. So. Hm. 44% keine Staatsangehörigen und das, was mich da immer so stört an deutschen, also Staatsangehörige, ich weiß, dass viele immer sagen, ja, das sind dann immer nur Migranten oder so, die das machen. Ich habe das Bild, das ich habe, ist, dass querbeet durch die Gesellschaft Messer mitgenommen werden. Also Messer werden querbeet bei der Jugend mitgenommen. Das weiß ich einfach aus meiner Arbeit. Und dass man hier dann guckt, okay, warum ist die Zahl dann hier besonders hoch, wenn es darum geht, dass es vielleicht ja, Menschen, die dann eigentlich vor Krieg hier Schutz suchen, dann halt auch mit Waffen losgehen. Da müsste wahrscheinlich jemand psychologisch ran, warum das so ist. Ja, 28 Stiche, das geht nur mutwillig, na klar. 44% davon hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Yasin Güler sieht den Täter Monate später vor Gericht wieder. Ein Islamist, der seine Verbrechen mit religiösen Motiven begründet. Die Opfer hat er wahllos ausgewählt. Er zeigt keinerlei Reue. Ja, das ist, also erstmal tut mir das leid für den jungen Mann, dass er da willkürlich von einem Islamisten niedergestochen wurde.
Und das ist halt die Frage, ne? Was dann halt auch ausgeschlachtet wird, dass es so wenig Kontrolle gab, zumindest dass hier radikale Islamisten dann hier ja nicht nur Schutz gesucht haben, sondern dann auch in den Westen gekommen sind, um dann solche Attentate durchzuführen. Bremen, wo ist Axel? Axel hat heute zu tun, wir sehen Axel morgen wieder. Und das ist auch ein Thema, wo man auch hingucken muss. Ne? Das ist eine Sache, was die Politik vergessen hat. Ne? Gestern war ja Innenministerkonferenz, wo ja wirklich nicht viel bei rausgekommen ist und auch der AfD damit auch keinen Wind aus den Segeln genommen hat. Ja, Deutschland hat Messerverbotszonen, aber wie viel Polizei soll Leute kontrollieren? Also, ja, und ein Messer ist schnell weggeworfen, ne? Also, Messer ist ja sehr niedrigpreisig. Ich weiß nicht, für was man Messer wahrscheinlich schon hinter der tschechischen Grenze bekommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Messer schon für 10 Euro gibt. Na, und die sind schnell weggeworfen. Wenn du schon Polizei siehst, Messer weggeworfen, Polizei geht vorbei, holst das Messer wieder. Ein Messer ist schnell entsorgt. Ihm regelmäßig in die Augen geschaut, aber man sieht nichts in seinen Augen. Also das war eine arme Seele. Und ich glaube, man darf sich jetzt nicht von seinem Hass kontrollieren lassen, weil das einem auch selber nicht gut tut. Oh, was für ein reflektierter junger Mann, das tut mir erstmal leid und ich freue mich, dass er das natürlich überstanden hat. Zwanni, ist man locker dabei? Okay, das weiß ich nicht. Tja, ich habe einen revolutionären Gedanken. Statt Messer zu verbieten, können wir doch einfach Mord und Körperverletzung verbieten. Ja, das wäre natürlich das Schönste. Dabei hätte Yassin allen Grund zu hassen. Nach der Attacke liegt er 8 Wochen auf der Intensivstation, wird 10-mal operiert. Es geht um Leben und Tod. Bis heute kämpft er mit den Folgen. Yassin trainiert regelmäßig seine Lunge. Ja, schöne Scheiße, ne? Oh, Hannibal, dankeschön. Ja, also das muss man sich vorstellen, da 18 Wochen auf der Intensivstation, 10-mal operiert. Eingeschränkt ein Leben lang. Ja, das sind so Folgen. Ich hatte Glück, dass das Messer, womit ich noch niedergestochen wurde, in die Rippen nicht tief genug reingegangen ist. Wie hat der Arzt das genannt? Ich hatte Gott sei Dank ein natürliches Schutzschild mir angelegt. Das heißt, eine etwas dickeres Winterfell, nenne ich es mal so. Markus, dankeschön. Und gerade bei Lidl für einen Zehner, ja, okay. Ja, also das Messer zu besorgen für kleines Geld, das ist klar. Aber das blenden halt auch Leute aus, das habe ich auch ausgeblendet bei meinen, die McDonalds-Weste, genau so war das, Tobito, Speckschutzweste. Es war so, aber Gott sei Dank war es so. Also ich habe das ja auch gar nicht gemerkt, weil das Messer keine Rippe getroffen hat, sondern zwischen dem Rippenbogen einfach durchgerutscht ist, rein, raus, habe ich ja gar nicht gemerkt, im Adrenalin. Stichschutz von McDonald's, ja. War Gott sei Dank so. Diese Weste hat aber auch ein paar Jahre überdauert. Beweisstück A. Aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck, jetzt alle sich ein dickes Winterfell zuzulegen. Ja, oder Winterweste. Ja, ein Leben lang jetzt eingeschränkt, der Yassin, ne? Ein Leben lang nichts gemacht, willkürlich ausgesucht, niedergestochen. Beiden Nieren funktionieren nicht mehr. 3-mal in der Woche muss er zur Dialyse. Oh, Digga, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Oh, Nieren im Arsch. 3-mal die Woche Dialyse, ein Leben lang. Digga. Ja. Ja, weil einer ausrastet, weil er glaubt, für eine Religion oder was hat's gebracht? Was hat's gebracht? Ja, erinnert mich gerade an deine Punk-Story aus Neumünster. Ja, auch die Story war natürlich heftig, wo einer der damaligen Kameraden niedergestochen wurde, wo wir Punks angegriffen haben. Das geht so schnell. Es geht so schnell. Es ist so fürchterlich, Messer. Messer ist so fürchterlich. Ja, Pedro schreibt, ich nehme gerade ab, aber da höre ich jetzt sofort mit auf. Vor der Tat war er durchtrainiert mit Sixpack. Doch ob er jemals wieder so aussehen wird, ist ungewiss. Ich kann kaum Sport treiben.
Mixbart schreibt, aus einer Analyse des Medienwissenschaftlers Thomas Hessemann von mehr als 600 Medienbeiträgen aus dem Jahr 2013, was geht hervor? Berichte über Gewaltkriminalität haben stark zugenommen. Häufig gehe es um Messangriffe, insbesondere wenn die Tatverdächtigen ausländische Männer sind. Dabei würden die reichweitenstärksten Fernsehsender und großen überregionalen Tageszeitungen ein Bild zeigen, das von der polizeilichen Kriminalstatistik abweiche. Das versuchen wir jetzt hier nicht. Diesen Fall hat es nun mal gegeben. Ich glaube, ich habe es relativ klar jetzt hier gemacht, dass ich gesagt habe, dass meine Erfahrung ist, dass Messer von allen möglichen Gruppen eingesetzt werden. Das ist unabhängig vom Pass geworden. Aber hier ist es natürlich, das ist für mich natürlich schon ein terroristischer Anschlag. Da darf man auch drüber sprechen. Aber ansonsten mache ich da keine Differenzierung. Ich erlebe gerade, dass alle, ob es Gymnasium ist, Förderschule, Deutsch als Zweitklasse, Deutsch als Zweitsprache, also DATS-Klassen, scheißegal, Messer wird mitgenommen. Messer, Hauptsache ein Messer mit. Ich habe Probleme mit dem aufrechten Gang. Ich habe Probleme mit der Stabilität. Ich kann nicht richtig auf Toilette gehen, da ich ja den künstlichen Darmausgang noch habe. Seine Zeit verbringt er vor allem mit Videospielen. Hierbei reagiert er sich ab. Der Hamburger Hauptbahnhof. Seit Oktober letzten Jahres gilt hier ein strenges Waffenverbot. Ja, gilt ein strenges Waffenverbot. Das muss nur durchgesetzt werden, ne? Also ich muss sagen, mittlerweile, dass Bahnhöfe, ich fahre ja so gut wie nie Zug. Ich bin Autofahrer. Wenn Auto nicht geht, dann lieber Auto. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Bus gefahren bin. Ich glaube, vor 2 Jahren zu Weihnachten mal zum Weihnachtsmarkt. So Bahnhöfe und so sind schon unangenehmes Umfeld. Ich weiß nicht, geworden. Da kann ich gar nicht so viel zu gehen. Ich weiß nicht, wie wohl sich viele fühlen an Bahnhöfen und so. Ich glaube schon, die Polizeipräsenz hat dort zugenommen. Private Sicherheitsdienste der Deutschen Bahn, aber es verlagert natürlich irgendwo anders hin. Ne? Man geht eine Straße weiter, Bahnhöfe, Drogenmilieu und so, das hängt natürlich immer sehr nah zusammen. Aber ob dann so ein Schild gelesen wird und sagt, so ja, hier jetzt kein Messer erlaubt, ja, das ist gut und schön. Aber ja, muss man halt aufstellen, ne? Deutschland, Schilderland. Aber ob das jemand abschreckt, der sagt, ich will ein Messer mithaben, tue ich mich schwer mit. Hauptkommissar Martin Borak beobachtet, dass immer häufiger Messer mitgeführt werden. In dem Fall ist es ein ganz normales Multimesser. Auch diese Messer können aber rein theoretisch trotz der Kürze der Klingenlänge dazu eingesetzt werden, andere Menschen zu verletzen. Das kann ein Küchenmesser auch. Also das kann mein kleines Schälmesser kann auch als Waffe eingesetzt werden. Ich kann auch jemandem eine Gabel in den Hals rammen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen doppelmoralisch, ne? Würde mich mal auch interessieren, wie das so entsprechend. Ich habe da nichts dagegen. Ich könnte jetzt meinem Vater nicht verbieten, jetzt sein Schweizer Taschenmesser mitzunehmen. Oder wenn ich unterwegs bin, wie gesagt, ich habe meinen Leatherman dabei. Dann ist das immer noch ein Unterschied, als wenn du dir, wie gesagt, eine feststehende Klinge irgendwie einsteckst, ein Butterfly, Springmesser und so weiter. Ich finde, da ist schon noch ein Unterschied und es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Alterssache. Na? Da stehen manchmal Zeiten dazu, von 22 Uhr, 6 Uhr, verstehe ich nicht. Oh Gott. Ja. Ralf ist heute wieder richtig frech. Ich fahre keine Bahn, weil ich durch die Tür nicht durchkomme. Ähnlich wirksam wie ein Schild mit Drogenkonsum verboten. Ja, genau so. Das kommt auch immer wieder vor. Laut Bundeskriminalamt gab es 2022 12.355 Messerangriffe. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Ja, knapp 12.500 Messerangriffe, das ist halt schon viel. Da ist natürlich alles mit dabei. Aber wer einfach zusticht, der nimmt halt auch einen Tod in Kauf. Ne? Für mich sind das rein theoretisch 12.500 versuchter Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Also zumindest der Versuch.
Ich meine, wie weit weg muss man von der Realität sein, dass man denkt, ich steche zu, um mich nur zu wehren? Man nimmt sogar das kann man gar nicht ausblenden. Jeder weiß, wenn ich jetzt zusteche, nehme ich das in Kauf, dass die andere Person liegen bleibt. Wie sieht es mit Fiskarsbeilen aus? Oh, Daniel, das ist ein fieser Spruch. Denn die genannte Zahl umfasst nicht alle Delikte. Die aufgereihten Messer sind nur eine kleine Auswahl. Sie wurden innerhalb von 24 Stunden bei Kontrollen rund um den Bahnhof sichergestellt. Jedes Messer ist gefährlich, weil im falschen Rippenbogen durchgedrückt, an eine Halsschlagader reingedrückt am Hals. Das ist so ein kleines Stück, was man braucht, um die Halsschlagader zu verletzen. Also von daher gibt es kein gefährlich oder nicht gefährlich. Es gibt vielleicht bedrohlich, weil ein großes Messer bedrohlich wirkt oder aussieht. Aber dieses große Messer birgt nicht viel mehr Gefahr als das kleine Messer, wenn es unverhofft von der Seite kommt. Heute gehen Barok und seine Kollegen wieder auf Messerjagd. Der erfahrene Einsatzleiter brieft sein Team. Insgesamt 20 Beamtinnen und Beamte werden heute die Kontrollen durchführen. Ihr kennt das Gebiet, ihr kennt unsere Klientel hier und ich möchte bitten, dass da auch niedrigschwellig eingeschritten wird, immer unter Vorgabe dessen, was das Recht hergibt. Es ist kurz. Ist, glaube ich, auch nicht einfach, muss man auch mal sagen, auch für die Beamten, das ist gar nicht so einfach. Ne? So Kontrollen auf Messer und so, wie gesagt, so viele Leute sind aus ganz unterschiedlichen Gründen heute so wütend, muss man sagen, wenn man mal wieder Props an die Polizei rausgehen, die wollen auch unbeschadet nach Hause, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag irgendwie Leute, die auf Droge im Suff sind oder sonst irgendwas oder im Drogenhandel sind, irgendwo rumlungern, die abzutasten und so weiter nach Waffen. Weiß ich nicht, ob ich da so richtig Bock drauf hätte. Das ist Oha, hier, Kaffeetechnik Götz, lustiger Kommentar. Tut mir leid, war neulich auf dem Mittelalterfestival. Mein Taschenmesser musste ich abgeben, aber wer ein Kostüm hatte, durfte mit Schwert und Beil rein, ja. Ja, wenn ich jetzt mit der Bahn nach Hamburg fahre oder ein Messer für zu Hause kaufe, bekomme ich das an der Hauptbahnhof abgenommen? Gute Frage, wahrscheinlich schon. Ja, Genwin, aber wir waren in der Jugend wahrscheinlich gleich drauf, in der Jugend mit Messer. Wir sind halt nur älter geworden, wissen, dass es jetzt keinen Segen hat. Ja, ist so. Kurz nach 14 Uhr. Die Polizeihauptkommissare Marc Drews und Christian Zietz sind unterwegs in ihrem Revier. Danke, Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone. Klingenlänge Messer ab 4 cm oder von 4 cm aufwärts ist verboten. Reitstoff, Sprühgeräte, Schusswaffen, alles nicht erlaubt. Schon nach wenigen Metern fällt ihnen eine verdächtige Person auf. War das im Zusammenhang mit dem Kioskbesuch oder hat er uns tatsächlich bewusst wahrgenommen und ist dann... Der hat uns bewusst wahrgenommen. Offensichtlich fühlt sich der Mann von den Polizisten beobachtet. Verschwindet schnell in einen nahegelegenen Kiosk. Hier rein? Ja, der ist hier rein, ja. Der mit der schwarzen Kapuze in dem Rucksack. Ist noch drin im Kiosk. Ja, das ist auch so. Also wer was zu verbergen hat, der meidet halt auch Polizei. Ne? Bei mir war das genauso, sobald die Polizei gesehen habe. Das war einfach das schlechte Gewissen, weil ich wusste, was ich immer gemacht habe. Selbst wenn ich in der Situation gerade nichts gemacht habe. Da ist also das Unauffälligste ist, sich weiter so zu verhalten, so wie man sich gerade vorher auch verhalten hat, als die Polizei noch nicht da war. Das Aufstehen, Weggehen und so weiter signalisiert halt der Polizei, oh, da will jemand nicht von uns vielleicht kontrolliert werden, angesprochen, angeguckt werden und so weiter. Timex schreibt, ich meide immer noch die Polizei. Ja, ich habe damit kein Problem. Ich hab ja auch Polizisten in meinem Freundeskreis. Das wäre sehr schwierig für mich, wenn Matze mich hier besuchen kommt mit seiner lieben Frau. Und ich würde dem aus dem Weg gehen. Dann muss ich hier in meinem Büro sitzen und der sitzt in meinem Wintergarten und trinkt Bier. Aber Matze hat mich auch noch nie hier zu Hause kontrolliert. Ich habe ja auch einen großen Messerblock in der Küche stehen. Ich habe schon viele Messer für die Küche geschenkt bekommen durchs Grillen oder Marisa. Ein konspiratives Verhalten hat uns gesichtet und ist dann ganz gezielt direkt abgewogen. Ja, da macht man sich halt auffällig mit. Mir persönlich zumindest nicht. Mir auch noch nicht. Mal gucken. Die Beamten entscheiden sich zu warten, bis der Verdächtige den Kiosk verlässt.
Die Polizei, guten Tag. Hallo. Hallo, ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen. Das hätte ich als Polizist auch genauso gemacht. Wer schnell reingeht, wenn er uns sieht, reingeht, wartet kurz und geht dann wieder raus. Das muss man sagen, das hätte ich als Polizist genauso gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, konspirativ vielleicht nicht, aber das Verhalten ist halt auffällig. Das ist nun mal so. Das ist genauso, wenn jemand Polizei sieht und er fängt an zu laufen, dann läuft Polizei halt erstmal instinktiv hinterher. Also ich weiß nicht, ob sich jemand davon freisprechen könnte, wenn er Polizist wäre. Also eine Personenkontrolle. Can I have a look inside here? Yeah, sure. Yeah. You got anything in here? Identity cards? No. Something else? Would you not allow? Just leave your hands outside. Oh, okay. You got anything with you? Would you not allow to have? Weapons, drugs, no. Something else? I only have weed. Weed? Yeah. Where? Tell me where? Yeah, small. I think it's here. Inside there. Okay. So you're not allowed to have weed. Naja, also Grasvergehen. Da springen wir jetzt mal drüber. Ja, also da kann ich auch nicht mehr mit umgehen, dass Leute, wenn die dann da irgendwie Gras mit dabei haben, also da kann ich nicht mehr mit umgehen, aber das soll sich ja ab dem 1. April erledigt haben. Auch da werden wir dann was dazu machen. Das ist jetzt für mich kein Drama. Ich weiß jetzt, ich habe mich eigentlich gewundert, dass hier noch keiner in den Chat reingeschrieben hat, das ist Racial Profiling. Finde ich jetzt hier nicht unbedingt. Du hattest in deiner harten Zeit ein funktionierendes schlechtes Gewissen, interessant. Oder war es einfach nur weitsichtig, Cops zu meinen? Einfach Cops generell zu meiden, Polizei einfach zu meiden. Ja, gibt es Wattenscheid 09 noch? Weiß ich auch nicht. Die Kapuze reicht leider für Profiling, kenne ich aus Erfahrung. Digga, ich habe auch viele Kapuzen-Hoodies. Ich glaube, ich hatte noch nie die Kapuze auf von einem meiner Kapuzenjacken oder Kapuzenpullover. Ist, glaube ich, eine Typsache. Ja, aber auffälliges Verhalten, Wattenscheid, 5. Liga, okay. Ja, weiß ich nicht, Markus. Weiß ich nicht. Findest du das so, ja? Anonymer, ja, das ist so. Fakt ist aber halt auch, der Malte im Anzug eher weniger kontrolliert wird, obwohl er möglich 3 Gramm Koks im Jackett hat. Ja, das ist wohl so. Es wäre viel interessanter gewesen, wäre es. Ich hätte es scheiße gefunden, wenn sie einfach an der Person vorbeigegangen wären und dann die Person einfach angeschnackt hätten. Ich wäre wahrscheinlich von der Polizei nicht angeschnackt worden. Obwohl mit meiner Optik wurde ich auch schon häufiger kontrolliert, das muss man sagen. Aber durch das Verhalten, muss ich sagen, fühle ich nicht. Finde den Typen hinter dem Fahrrad verdächtiger. Ja. Mit Haaren bis zum Arsch bist auch bei jeder Kontrolle dabei. Anzug-Profiling wäre schlau. Ich glaube, ich hätte es sehr, sehr unangenehm von der Polizei gefunden, wenn er einfach dort gestanden hätte, der junge Mann, und dann wären sie an ihm vorbeigegangen und hätten einfach gesagt, so, hier einfach mal Personenkontrolle. Da hätte ich gesagt, warum? Also hätte ich auch reagiert und hätte gesagt, warum? Ich meine, ich stehe hier vor einem Kiosk rum, ich habe hier einen Kaffee getrunken oder habe mir gerade hier einen Snickers geholt und einen Red Bull oder so. Aber auch Polizisten haben halt Erfahrungswerte. Ne, das muss man halt sagen. Ne? Leute wie ich, natürlich dann auch besonders Flüchtlinge, die kontrolliert werden. Dann haben Leute geschrieben mit langen Haaren. Das sind halt auch Erfahrungswerte von der Polizei. Aber wenn nichts passiert und niemand auffällig ist, finde ich so einfach Kontrollen, finde ich scheiße. Das finde ich auch nicht gut. Oh, Philipp, einmal hattest du die Kapuze auf dem Foto in der Fischerstraße, wo alle anderen eine Maske anhatten. Ja, da hatte ich einmal eine Kapuze auf. Du hast recht, hatte ich eine Kapuze auf. Personenkontrollen wie diese sind immer eine brenzlige Situation. Denn ein Messer ist schnell gezückt. Gerade was Messerangriffe angeht, ist es natürlich schwierig, aus einer kurzen Distanz das Ganze abzuwenden. Die ist beim Messer 7 Meter und das ist halt unrealistisch und unpragmatisch. Die Beamten finden bei dem Mann einige Gramm Marihuana. Waffen hat er nicht dabei. Er bekommt für heute ein Aufenthaltsverbot. Alles Weitere entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ach, ja, also da wurde jetzt nicht gerade Pablo Escobar jetzt hops genommen.
Gut, ist halt so. So sind die Gesetze, da muss die Polizei handeln, aber das ist ja Gott sei Dank bald zu Ende. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mehr als eine 500.000 Besucher und Reisende nutzen ihn täglich. Oh, wenn ich schon die vielen Menschen sehe, Digga, da habe ich Zugfahren raus. Viele Menschen. Für mich ist mein Auto ja schon voll, wenn Marisa und Jordan mit drin sitzen, dann. Das ist mir dann auch schon zu viel. Zu viele Menschen, da bin ich raus. Ja, hätte er einen Träger Bier gehabt, wäre nichts passiert. Ja. Ja. Oh, warte, hier wird gerade die Straße geputzt, gereinigt. Einen Moment, ich höre nichts. Ja, krass, was Matze schon schreibt, wenn ich Security auf dem Flohmarkt mache, habe ich eine Stichschutzweste an. Ja, krass. Der ganze Bereich gilt als Brennpunkt der Kriminalität. Ich habe den Eindruck, dass die Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Es nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern es auch zu benutzen. Und dass auch mittlerweile auch viele jüngere Menschen der Meinung sind, dass wenn sie ein Messer tragen, dass sie das benutzen können zu ihrer Verteidigung. Ja, das ist so das Totschlagargument. Ich will mich ja nur verteidigen. Das Problem ist, man hat die Möglichkeit dabei. Und ich weiß, dass viele das fehlinterpretieren. Auch das mache ich in Workshops, im Anti-Gewalt-Workshop, dass Leute mal denken, das war Notwehr. Ich sage, oh, Notwehr ist ein ganz schmales Brett. Notwehr ist so ein schmales Brett. Du hättest, wenn du noch weglaufen hättest können, wenn du hättest beschwichtigen können und so weiter. Aber das ist dann halt, es ist schnell gezuckt. Ich fühle mich hier angepöbelt, schwupp wird's Messer rausgezogen. Aber es ist so ein bisschen ein Revival gefühlt aus den 90ern. In den 90ern hatte ich wirklich das Gefühl, dass so fast jeder Zweite in seinem Rucksack oder in der Tasche in der Schule sein Messer mit hatte. Und wir wissen alle, es ist eine Gewaltspirale, die sich nach oben dreht. Wenn der eine ein Messer hat, hat der andere vielleicht auch ein Messer, dann benutzen es beide. Wie gefährlich der Einsatz von Messern sein kann, erleben die Beamten fast jeden Tag. Es ist Samstagabend, kurz nach 19 Uhr. Sozialarbeiter Maschut Khan ist zusammen mit seinem Kollegen Ahmed Nassar nach Harburg unterwegs. Ein Stadtteil im Süden der Stadt, der immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Harburg ist in den letzten Jahren immer wieder durch Messerattacken aufgefallen. Wie wichtig es ist, dass es sehr viele unterschiedliche Sozialarbeiter gibt, auch für die passenden Klienten, finde ich immer sehr gut. Ich glaube, die Ansprache von Sozialarbeitern kann da auch mal mehr bringen als Polizei, weil Polizei ja oft, Polizisten haben Polizeitalk, ne, Matze, negativ, positiv. Polizisten haben Polizeitalk und Sozialarbeiter können da halt auch einwirken. Ist halt eine Sache, wo der Staat mal nicht sparen sollte. Ja, Matze, ja, negativ, positiv. Wir haben einige Menschen verloren, innerhalb ein Jahr sogar in Harburg mit mehreren Messerangriffen. Maschut Khan ist Sozialarbeiter, hat selbst einen kriminellen Background. Als 14-Jähriger wird er zum ersten Mal verhaftet. Raubüberfälle, Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung. Ein ehemaliger Intensivtäter, der sich jetzt um die Kids auf der Straße kümmert. Ja, super. Props gehen raus, finde ich gut. Da weiß jemand, wie Straße funktioniert, hat sein eigenes Leben gedreht. Da kann jemand einwirken auf junge Menschen. Ja, ganz stark. Props gehen raus an die beiden. Ist mit Sicherheit auch kein einfacher Job, dort in den Stadtteilen unterwegs zu sein. Das ist keine einfache Arbeit. Was geht? Komm mal her. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Sozialarbeiter Maschut ist verabredet. Er sucht regelmäßig Kontakt zu den Jugendlichen hier im Viertel. Um nicht erkannt zu werden, haben sich die jungen Männer maskiert. Einer von ihnen kommt gerade aus dem Gefängnis. Also wie lange bist du schon raus jetzt? 3 Wochen. Wie fühlst du dich? Ganz gut, eigentlich, oder? Ja. Endlich raus, Freiheit wieder.
Das heißt, du willst auch nicht wieder rein? Natürlich nicht. Zweieinhalb Jahre saß der 19-Jährige wegen schweren Raubs im Gefängnis. Für viele junge Männer hier ist Gewalt alltäglich. Ist aber auch so ein bisschen, ist ja halt auch so ein bisschen, ich habe mich selber, das Problem ist, was viele junge Leute ja auch dann nicht verstehen, wir sind jetzt hier auf dem Kanal, ist ja auch schon eine andere Altersklasse unterwegs, dass viele junge Leute dann ja halt auch nicht, wo du halt rumhängst mit anderen Jugendlichen, wo es um Drogen, Alkohol und Macho-Gehabe geht, ne? So Testosteron, ja, Ehre verteidigen und so weiter, wo man rumhängt, da kommt man halt auch in Ärger rein. Seitdem ich auch nicht mehr mit Leuten rumhänge, die in Ärger kommen, wo es um Kriminalität geht und Testosteron geballert bis unter bis in die Haarspitzen, komme ich halt selber nicht mehr in Ärger rein. Ne? Das ist halt dieses draußen rumlungern in jungen Jahren und natürlich will man irgendwo sein, wo auch ein bisschen was passiert. Keiner hat Bock, mit drei Leuten nur irgendwo an der Seite zu stehen in einer Siedlung mit drei Leuten. Das wird auch langweilig, sondern man will ja irgendwas sehen, irgendwas mitbekommen. Dass man dann in den Ärger reinrutscht, geht sehr schnell. Das soll keine Ausrede sein, aber ist natürlich klar, Umgang formt da den Menschen und die Möglichkeit, dann in Ärger reinzukommen, ist halt bedeutend höher. Unterwegs auf der Straße sind sie oft bewaffnet. Ein Messer? Du hast jetzt keins dabei? Nein, eigentlich jetzt gar nicht. Normalerweise schon? Normalerweise schon, also... Je nachdem, man weiß halt, wie es in der Gegend ist. Es ist manchmal heiß, manchmal wird jemand abgestochen. Und dann nimmt man vorsichtshalber mal ein Messer mit, um sich. Ja, ist halt paradox, ne? Es ist so paradox. Du selber bist halt der mit dem Messer. Du selber bist vielleicht ein wütender junger Mann. Und du hast Angst, dass andere ein Messer haben, aber gehst mit deiner eigenen Angst los mit dem Messer. Ist halt eine Spirale. Ist halt eine Gewaltspirale, ne? Das ist halt so schwer, denen zu erklären. Das ist halt immer wieder, auch wenn ich mit jungen Leuten arbeite, denen das halt zu sagen, so, es ist halt, da, wo ist das Problem, wenn jeder ein Messer mit hat? Ja, es wird so schnell gezogen, dann zieht der andere sein Messer, dann kommt man aus dieser Gewaltspirale, aus den Eskalationsstufen so schlecht mehr raus. Ich halt selber mal irgendwie zu wehren, wenn das brenzlig wird. Ja. Ah, wie oft ich das höre, ich muss mich ja wehren können. Ich nehme das nur mit. Eigentlich will ich das nicht einsetzen, aber ich muss das machen, weil alle anderen auch eins mit haben. Deswegen muss ja irgendjemand anfangen. Ja, und dann hat der Nächste eine Knarre, weil er keinen Bock hat, angestochen zu werden. Ja, es ist so. Ja. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt nicht hier wären, hättest du normalerweise ein Messer dabei? Eigentlich schon, ja. In seinem Alltag auf der Straße beobachtet der 35-jährige Sozialarbeiter, dass viele hier ein Messer dabei haben. Seiner Meinung nach sind es überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Das ist dann die Einschätzung der Sozialarbeiter da. Ich glaube, deren Blick ist dann auch so ein bisschen verfälscht, weil sie wahrscheinlich aufgrund ihres Backgrounds dann auch eingesetzt werden, weil sie dann mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund connecten können. Wie gesagt, ich kann das so nicht bestätigen. Ich glaube, dass auch viele sogenannte Deutsche, und Deutsche muss man immer aufpassen, viele haben bei Deutschen immer noch so, dass die Optik im Blick, so muss ein Deutscher aussehen. Deutscher ist der einen deutschen Pass hat. Da muss man sich auch einfach mal dran gewöhnen. Da tun sich viele wahrscheinlich auch schwer. Ja, genau, Gaspistolen, Ende der 90er, da hatte auch jeder eine dabei. Ja, ich hatte ja auch meine erste Gaspistole, war auch eine Napoleon. Ich weiß, ihr kennt noch jemand eine Gaspistole Napoleon? Das war auch, damit bin ich überall hingelaufen. Habe ich sogar mit zur Schule genommen. Dumm. Dumm. Ich glaube, die hieß Napoleon. Umarex Napoleon. Ja, genau so sah die aus. Damit bin ich zur Schule gelaufen. Unglaublich. Unglaublich. Bin damit auch auf Stadtfest gegangen und so weiter. Und da hat die Polizei, da wurde ich mal auf dem Stadtfest verhaftet, weil die Polizei gesehen hat, dass sie die Waffen mit hat. Die hat irgendwie unter der Jacke hervorgeguckt, wo die Jacke mal hochgerutscht ist. Und da hat die Polizei die gesehen, wurde ich auch sofort verhaftet.
So. Was gab es als Strafe, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich meine, dass ich dafür meine Sozialstunden bekommen habe. Ich meine, dass ich dafür 100 Sozialstunden bekommen habe. Oder ich meine, dass ich 100 Sozialstunden bekommen habe. Ja, Tibo schreibt, ich als Bio-Deutscher hatte auch immer eins, aber wegen den Jungs mit Migration muss man ehrlich sein. Ja, also ich finde nicht, dass man Themen hier nicht ansprechen darf. Ich weiß, dass Leute immer darauf warten auf dem Kanal, ja, guck mal, jetzt sagt er was gegen junge Migranten und so. Ich arbeite mit ganz vielen jungen Leuten zusammen. Aber man muss es auch ansprechen, welche Thematiken und Probleme das gibt. Das ist ja das, was Politik und viele Leute vergessen haben, dass man auch Probleme ansprechen darf. Und das übernimmt dann ganz populistisch und extremistisch die AfD. Und da müssen alle drüber sprechen dürfen. Kurz vor 6 Uhr morgens. Hast du und würdest du als angemessene Strafe ansehen? Die Sozialstunden taten schon weh. Die Sozialstunden taten weh. Als junger Mann, der noch zur Schule geht und dann Sozialstunden macht, ich habe 100 oder 200 Sozialstunden, die musst du erstmal abreißen. Also wenn du nachmittags dann 4 Stück schaffst und du gehst nicht jeden Tag hin, dann habe ich manchmal 8 Stunden nur die Woche geschafft. Das hat sich gezogen, dann bin ich nicht hingegangen, dann bin ich gar nicht mehr zum Friedhof. Nee, dann, ich war ja erst beim Deutschen Roten Kreuz in der Kleiderkammer. Da fand ich das richtig scheiße. Da hingen dann irgendwie so 20 Leute rum, muss man echt so sagen, damals so aus dem Trinker- und Arbeitslosenmilieu, die da rumhingen und dann auch irgendwelche Strafen oder 1-Euro-Jobs gemacht haben, sage ich ganz ehrlich, die da teilweise getrunken, nur gelungert haben und so weiter. Und ich kam da an als Einziger mit Sozialstunden und dann diese älteren Typen dann immer zu mir gesagt haben, ja, du bist dran, hier die Toiletten zu machen jeden Tag. Da habe ich gesagt, der macht die Toiletten selber, du Pfeife. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen. Dann habe ich eine Drohung vom Gericht bekommen, dass ich jetzt in Jugendarrest soll, weil ich die Strafen nicht mache. Dann habe ich das bei Gericht dargelegt, dass ich gesagt habe, ja, ich werde da scheiße behandelt. Ich habe mich natürlich auch immer als Opfer dargestellt. Und dann wurde ich vermittelt an den Friedhof nach Stockelsdorf. Und da musste ich dann Grünflächen bearbeiten. Und da habe ich das dann abgerissen. Aber um diese 100 oder 200 Sozialstunden abzureißen, habe ich, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht. Ja, Sozialarbeiter haben gar nicht mit mir gearbeitet. Also Sozialstunden nerven. Das ist schon eine Strafe. Sozialstunden sind eine Strafe. Ich finde, das ist ein gutes Mittel. Das Seehaus in Leonberg. Eine Einrichtung des Jugendstrafvollzugs. Ein Gefängnis ohne Mauern, ohne Gitter. Zurzeit sind hier 15 jugendliche Intensivtäter in 3 betreuten Wohngemeinschaften untergebracht. Einer von ihnen ist Erim. Nach einem Messerangriff verurteilt zu 5,5 Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Also wir haben hier strukturierten Tagesablauf. Jeder hat am Anfang im See auch seine Schwierigkeiten, kommt nicht so schnell voran. Aber wenn du mal den Rhythmus drin hast und die Struktur drin hast, dann läuft eigentlich alles glatt. Rhythmus, Struktur, nicht nur Strafe, finde ich gut, muss man auch sagen. Also ihr seht hier einen Täter und wir sehen da einen Täter. Aber bei jungen Leuten sollte man das doch versuchen, die auf die Bahn, gerade Bahn zu bringen. Auch das muss man sagen, da hilft das natürlich in so Projekten, die müssen aber finanziert werden. Das ist mit sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viele Kosten, sehr, sehr viele Betreuer, das ist gar nicht so einfach. Da kommt es auch schnell zu richtig Krawall. Ein Freund von mir, der Ole, der ist ja nach Dänemark gezogen, mit dem ich auch teilweise die Anti-Gewalt-Trainings gemacht hatte. Der hatte auch in so einem Haus gearbeitet, sollte auch mehrmals angegriffen werden, ist mehrmals um so einen Küchentisch gelaufen, wo ihn jemand mit Messer gejagt hat. Aber das ist immer noch der gute Weg. Ich weiß, dass viele junge Leute heutzutage ganz, ganz wenig Struktur von zu Hause mitbekommen. Ich habe teilweise wirklich mit jungen Leuten zu tun, ab 13, 14 Jahren, die von zu Hause null Struktur haben, wo die Eltern sich nicht interessieren, nicht da sind. Die Kinder sind teilweise ab 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren auf sich gestellt, haben ganz wenig Sozialisierung von zu Hause mitbekommen, dass sie denken, die Schule übernimmt das alles. Und das ist, glaube ich, so eine Veränderung, die wir sehen. Viele Eltern glauben, Schule hat einen Erziehungsauftrag, Schule hat einen Bildungsauftrag. Und das begegnet mir auch ganz viel, dass ich mit jungen Leuten zu tun habe, die teilweise von zu Hause nicht mal die einfachsten Manieren, Verhaltensregeln und sonst was mitbekommen haben.
wo ich mir echt denke, okay, wie funktioniert das Leben da zu Hause? Ja, Schule sozialisiert auch, aber es ist erstmal ein Bildungsauftrag. Schule kann nicht bei 20, 25, 30 Schülern eine Sozialisierung übernehmen. Also das ist ein Trugschluss, Katju. Das ist ein Trugschluss, absolut. Kann auch sozialisieren. Ja, na klar findet auch Sozialisierung statt. Aber wenn du von zu Hause nicht mitbekommen hast, dass du einfach mal, wenn vorne ein Lehrer spricht, dein Maul zu halten hast und nicht einfach aufstehst, nicht stillsitzen kannst, jeden nervst, die Füße auf den Tisch legst, in der Klasse auf den Boden rotzt und so weiter, ist das ein Problem, was von zu Hause nicht mitgegeben wurde. Also ich habe da ganz, ganz wilde Erfahrungen, dass von zu Hause wirklich null Sozialisierung mitgegeben wird. Und das ist aus ganz unterschiedlichen Haushalten. Das ist auch aus bildungsstarken Haushalten bis hin zu bildungsfernen Schichten. Das muss man einfach ganz direkt mal so sagen. Da kann ich nicht mal einen Unterschied machen. Aber den Auftrag hat Schule nicht, das beizubringen. Der primär ist der Bildungsauftrag. Also ich habe teilweise mit den Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, die können nicht mal 3 Minuten stillsitzen. Also selbst wenn ich vor denen stehe und ich bin immer noch eine Autoritätsperson für Jugendliche, für euch vielleicht nicht mehr. Okay, ich meinte, dass die Schüler sich gegenseitig sozialisieren. Ja, oh, junge Leute sich gegenseitig sozialisieren ist ein schöner Gedanke. Was ist... Ich stehe vor denen, die können teilweise keine 3 Minuten stillsitzen. Die labern dazwischen. Das ist teilweise ganz fürchterlich. Und da ist auch grundsätzlich erstmal das Elternhaus gefragt. Ja. Zwei Jahre war Erim im regulären Jugendstrafvollzug. Seit 10 Monaten ist er im Seehaus. Das Konzept. Als Lehrer sage ich danke für diese Worte, Philipp Ehrenmann. Dankeschön, Hannibal, dankeschön. Jugendlichen leben hier mit Betreuern familienähnlich zusammen. Das soll Halt und Orientierung geben. Nele Gratzky studiert Soziale Arbeit. Die 22-Jährige hilft mit einer Kollegin, den Alltag der jugendlichen Straftäter zu organisieren. Also, wir wissen... Ich weiß nicht jetzt, ob das für die Kamera jetzt mal gestellt war, dass es da ein Buchkreis gibt, wo gelesen wird. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin schockiert. Ja. Tibo schreibt auch krass, muss ich vorlesen. Oh, Pedro schreibt auch, arbeite selbst in der Schule und kann total bestätigen, was du sagst. Dankeschön. Ja, das sind viele Leute, die nicht mehr in der Schule sind oder junge Leute nicht mehr kennen oder nur noch von Hören sagen. Die wissen gar nicht mehr, was abgeht, was teilweise sozialisierte Kinder da in die Schule kommen. Ja, was für Arschloch-Eltern, macht mich mega wütend, weil ich auch aus einem zerrütteten Elternhaus komme. Ohne meine Großeltern wäre ich früh im Bau gelandet. Die haben mir Mitgefühl und Anstand beigebracht. Tibo, Ehre geht raus an deine Großeltern. Über deren Straftaten Bescheid. Und ich finde, bevor man den Jugendlichen kennt, ist es oft, da schluckt man schon. Also auch als ich seine Taten natürlich gehört habe, war das am Anfang, liest du das und denkst, boah, krass, was ist das für ein Mensch? Erims Biografie ist die vieler Straftäter. Der Vater gewalttätig, Trennung der Eltern, Schulverweise, Schlägereien. Seine Kindheit und Jugend verbringt er mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern in Frauenhäusern. Ja, wenn man davon keiner zerrütteten, das soll immer keine Entschuldigung sein für Straftaten später, aber wir sprechen immer wieder von Individuen. Individuen. Alter, Digga. Und ich muss heute Abend noch referieren. Ich bin heute Abend noch bis 22 Uhr referieren. Da muss man auch immer mal gucken, was passiert ist. Und es ist immer wieder die fehlende Vaterfigur, Gewalt vom Vater, das macht was mit jungen Menschen. Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Alkohol, Drogen, das macht was mit Kindern. Individuen, genau, Individuen. So. Ja, Dr. Ivan Hawk schreibt, sorry, Menschen, die nie mit extremer Gewalt Erfahrung gemacht haben, können sich nicht mit so etwas befassen. Ende. Na, ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube, dass man weg muss von, bei diesen Tätern, die da sitzen, die schon Haftzeiten haben, muss man weg von Kuschelpädagogik.
Also, was ich merke, also kann ich mal erzählen aus meiner Arbeit heraus. Ich arbeite dann mit unbeschulbaren Jugendlichen zusammen. Die werden in Schleswig-Holstein unbeschulbar genannt. Und da kommt die Creme de la Creme der Brennpunktschule zusammen. Wir reden dann über die 10, 12 Jungs auf der Schule, die wirklich Klassensprenger sind. Das heißt, Klassensprenger sind, du hast eine Person in der Klasse und dann ist Unterricht schon nicht mehr, dann ist Unterricht schon nicht mehr möglich. Und die kommen dann in ein Anti-Gewalt- und Kompetenztraining. Und da geht es wirklich darum, den nur zu vermitteln über ein halbes oder über ein Jahr, wie man am Unterricht teilnimmt und nicht gleich ausrastet und wie man in einer Gemeinschaft funktioniert. Das ist wirklich. Und diese jungen Leute haben teilweise, die haben sehr feine Antennen, mit wem ich was machen kann. Die wissen ganz genau, wer vor denen steht, womit komme ich bei wem was durch. Ich habe einen sehr autoritären Führungsstil in diesem Training, es würde ohne gar nicht gehen. Sobald die kommen, die erste Trainingsstunde, ne, wollen die sich untereinander kloppen, die schreien rum, die können kaum sitzen, die benehmen sich wie Scheiße, bis sie merken, dass ich hier der Alpha King Kong bin, dass ich hier der King Kong Raum bin. Damit tun die sich am Anfang erstmal schwer, bis ich dann zu denen hingehe. Ich habe dann eine sehr freundschaftliche Ebene, aber eine sehr autoritäre, freundschaftliche Ebene. Ich bin immer noch der Erwachsene hier, ich bin hier der Trainer, ich bin für die da. Ich opfere hier meine Zeit, um mit denen zu arbeiten. Das mache ich viel im Ehrenamt. Und die Jungs können damit sehr, sehr gut umgehen, dass sie auf einmal Struktur bekommen. Sie wissen, okay, wenn Philipp Korn, das und das geht nicht. Ich kann hier nicht dazwischen sabbeln, ich muss mich hier melden, ich muss mich mal hinsetzen, ich muss mein Maul halten, ich muss mich melden. Das sind ganz einfache Dinge, womit sie sich sehr, sehr, die diese Jungs sehr, sehr schnell funktionieren. Und das funktioniert innerhalb weniger Wochen, dass ich für die sowas bin, wie ein, das so hart das klingt, wie so eine väterliche Ersatzfigur bin. Das müsst ihr euch vorstellen, die Jungs müssen freiwillig zu diesem Training kommen. Es ist ein freiwilliger Zwang, so nennen wir das. Ja, ein freiwilliger Zwang, um dieses Training mitzumachen. Das heißt, die müssen im Nachmittagsbereich, nach der Schule, an diesem Training teilnehmen. Da gibt es dann ganz oft, da gehe ich nicht hin, was für eine Scheiße, ich scheiße auf dieses Training, bevor sie das kennenlernen. Und wenn sie dann aber mal kennenlernen, wir machen eine Mischung aus Sport und Kompetenzvermittlung, weil wir können in diesen 2 Stunden, nicht nur 2 Stunden, in der Turnhalle auf der Bank sitzen und ich kann die belabern hier, Rechtsstaat gut, es gibt Gesetze, da musst du dich dran halten und das, was du machst, ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Die Aufmerksamkeitsspanne ist gar nicht da. Wenn wir 15 Minuten durcharbeiten, ist das schon viel, dann machen wir wieder 20 Minuten, spielen Fußball, dann setzen wir uns wieder hin. Und die sehen dann, dass was ernst meint, die wissen, okay, hier gibt es Struktur, hier gibt es Halt, hier werde ich auch gesehen, ich werde wahrgenommen. Ja, ich gehe zu allen hin, schlag mit denen ein, ich frage die, was los war in der Woche, was bei denen zu Hause und so weiter. Und das, was die in den ersten 1-2 Wochen dann gesagt haben, so, finde ich scheiße, da will ich nicht hingehen, im Nachmittagsbereich, wo sie eigentlich nach Hause gehen sollten, war das dann so, dass sie dann die nächsten Wochen freiwillig kommen. Und ich musste dann mal nach 9 oder 10 Wochen, musste ich mal ein Training absagen, weil ich mit meinem damaligen Mercedes liegen geblieben bin. Habe ich dann in der Schule angerufen und habe gesagt, ich bin gerade mit dem Auto liegen geblieben, ich schaffe es heute nicht zum Training. Und da hat er gesagt, ja, aber die Jungs stehen alle vor der Turnhalle, die warten auf dich. Und ich sage so, ja, du musst denen leider sagen, dass ich es heute nicht schaffe. Die haben gesagt, die würden trotzdem alle warten, ob du es dann noch irgendwie schaffst, ob wir dann noch die letzte halbe Stunde machen können. Damit will ich mich nicht so hochloben, aber das ist für die wichtig. Diese Jungs, die brauchen Halt und die brauchen Ankerpunkte, auf die ich fühlte mich so schlecht, dass ich das dann nicht geschafft habe dann dahin. Und das sollten sich viele Eltern und auch Leute, die damit arbeiten, manchmal frage ich mich halt auch viele Pädagogen, die dann sagen, ich will Lehrer werden, du musst halt auch eine gewisse Autorität ausstrahlen. Nur kuscheln geht nicht in gewissen Kreisen. Okay, du gehst zum Gymnasium, da kannst du sagen, wenn du hier deine Noten verkackst, schmeißen wir dich runter, dann soll die Gemeinschaftsschule, Realschule oder Förderschule gucken, was sie mit dir machen. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass da wieder eine gewisse Autorität in Schule Einzug hält. Ich weiß, das klingt komisch. Ich meine jetzt nicht hier Stockhiebe und Schlagen, Gewalt ist da keine, aber
bei manchen Pädagogen, mit denen ich dann zu tun habe, wo ich mir denke, Mann, weißt du, wenn du dann im Unterricht beleidigt wirst und angespuckt wirst oder sonst irgendwas, die Leute machen sich alle lustig, warum hast du gedacht, dass du mit 14-Jährigen arbeiten kannst? Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, du kannst mit 14, 15, 16-Jährigen pubertierenden Jungs und Mädels arbeiten? Und da sage ich mir manchmal, ist manchmal leider teilweise auch Job verfehlt. Das ist manchmal leider so. Es tut mir leid, das so direkt zu sagen, aber das sind einfach Erfahrungswerte. Und das meine ich nicht nur, das geht gar nicht so viel um Körperlichkeit, sondern es geht um dein Auftreten, wie du was handhabst, wie du mit den Leuten umgehst. Ich hab mit sehr, sehr vielen toughen Lehrerinnen zu tun, von 1,60 bis 1,80 groß, von schlank bis kräftig, von links bis konservativ bis sonst irgendwas. Es geht um ein bisschen um das Auftreten, um wie man gleich von Anfang an startet. Aber nur kuscheln geht nicht. Nur kuscheln geht nicht. Und in diesem Bereich sowieso nicht. Das war nur mal ein kurzer Input aus der Arbeit, die ich da mache. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht genervt. Bis kurz vor seiner Tat lebt Erim in einem Internat. Der Auslöser damals? Ein Streit unter Jugendlichen. Verletztes Ehrgefühl. Ich kann dieses verletzte Ehrgefühl kann ich nicht mehr hören, Alter, Digga. Da kann ich nicht mehr hören. Kann ich nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Das kann ich nicht mehr hören. Das ist so ein großes Thema in meinen Trainings. Ich kann das nicht mehr hören. Das kann ich nicht mehr hören. Es ging mir nur darum, dass jemand schlecht hinter mir geredet hat. Und da war ich schon auf 180. Und ich weiß nicht, was mit mir in dieser Phase los war. Also erstmal sehr ehrlich, dass er sich hier vor die Kamera stellt, das ist nicht so einfach, da geht erstmal an ihrem Props gehen da raus, auch als Täter, sich da ihm zu stellen, sich zu zeigen, ich habe das und das gemacht. Das Ding ist, auch das bespreche ich jedes Mal im Training, dann sage ich so, du fühlst dich immer, ich habe da mit Jungs zu tun, also ich arbeite da nur mit Jungs, wo ich dann immer sage, du fühlst dich wegen jedem Scheiß immer angepisst, wegen jedem Scheiß rastest du durch. Rastest du aus. Wegen jedem Scheiß. Irgendeiner hat dich angeguckt, auf die Turnschuhe aus Versehen getreten, angerempelt, keine Ahnung. Da rastest du wegen jedem Scheiß aus. Ja, jeder passt dir nicht. Aber wenn jemand was zu dir sagt oder hinrum, dann rastest du auch aus. Also das ist... Oh Gott. Dieses Thema geht mir so auf den Keks. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ah, der Ehren, der auch mal hier zum Interview war. Nee, das war Ehren, nicht Ehrim. Mann. Hoffe nicht zu persönlich. Erkennst du dich in den Jugendlichen wieder? Also könnte dort ein junger Philipp sitzen, mit dem ich arbeite? Ja, das habe ich immer. Ich habe immer das Gefühl, ich sage immer, ich wäre einer von euch hier gewesen. Ich würde hier mit euch sitzen. Das sage ich immer. Das ist für mich immer Aufarbeitung auch meiner eigenen Historie. Ich glaube, da könnte jeder kommen können und hätte zu mir Hurensohn oder was weiß ich was gesagt und ich hätte ihn abgestochen. Mehrfach sticht der damals 16-Jährige auf sein Opfer ein. Erim liest aus seiner Gerichtsakte vor. Apropos vorlesen, ich kann es nicht anders einbringen bei diesem Thema. Apropos vorlesen oder wer das vorgelesen bekommen will von mir, der hat leider Pech, der kann das selber lesen. Ein bisschen Werbung muss sein. King unter den Kongs, die Seite läuft wieder. Wer das unterstützen möchte, geht mal auf kingunterdenkongs.de. Dankeschön, das Buch ist draußen, Spiegel Bestseller. Dankeschön, Ehre geht raus. Ansonsten könnt ihr auch bei Beef Bandits bestellen. Kommt richtig geile Qualität. Ihr habt gestern mein Paket bekommen. Alles rund um Fleisch, Raps, Barbecue mit Philipp 10 bei den beefbandits.de. Ansonsten Zack Plus, jeder, der ein bisschen Sport macht. Ich werde heute Nachmittag auch noch Sport machen, damit ich fit bin für meinen Vortrag heute Abend. Bei Zack Plus mit Philipp 10. Dankeschön. Ansonsten Dankeschön an alle, die hier eine Kanalmitgliedschaft oder ein Twitch Prime Abo machen oder unter YouTube ist Patreon verlinkt. Das ist immer die beste Art und Weise, das zu unterstützen. Falls ihr es nicht unterstützen wollt, dann auch okay. Dann lasst wenigstens einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr mich generell scheiße findet, einen Daumen runter ist auch okay, ist auch ein Statement. Und falls jemand kommentieren möchte, darf er das gerne machen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Dankeschön. Eine circa 2 cm tiefe Stichverletzung am rechten Brustkorb. Das Herz nur knapp verfehlte, eine ca. 1,7 cm lange und 1,5 cm tiefe Stichverletzung im Bereich des linken Nackens, die tief in die Muskulatur reichte und zu Einblutungen in der Rückenmuskulatur führte.
Ja, auch hier dürfen wir das Opfer nicht vergessen, dass hier nicht zu Wort kommt. Die Stimme der Opfer werden ja, gehen oft unter. Ist ja ein Vorwurf, der mir auch gemacht wird. Ja, man sollte den Tätern nicht so viel Raum, aber viele Opfer wollen auch nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Das ist einfach so. Warhawk schreibt auch gerade, ich finde es nicht okay, dass sie den Typen, der ein Messer zwischen die Rippen bekommen hat, auch noch als Opfer beschimpfen. Ich weiß das jetzt nicht, den Kontext habe ich jetzt nicht verstanden. Also natürlich wird das jetzt hier so kalt vorgelesen. Ich hoffe, dass der Erim darüber auch reflektiert, was er tut oder getan hat. Schwer das zu lesen, ne? Ist natürlich eine absolute Tötungsabsicht, höre ich hier einfach raus, ne? Wenn du das jetzt auch so durchliest, was geht dir da durch den Kopf? Ich habe ja auch Bilder dazu gehabt und habe auch die Bilder gesehen. Und vor allem jetzt, gerade wenn man die Nachrichten liest, was alles abgeht und was man von Erzählungen hört, was anderen passiert, dann denke ich mir, ey krass, wie kann man sowas überhaupt machen? So, das ist doch nicht menschlich, jemanden so zu verletzen, abzustechen und was weiß ich was. Und dann überlege ich mir, ey, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann denke ich mir schon, Alter, du warst echt dumm und wie konntest du sowas übers Herz bringen? Muss man sagen, ist schon eine reflektierte Person in jungen Jahren, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt. Ist schon eine reflektierte Person. Sowas muss gezeigt werden. Finde ich gut, dass es vom ZDF gezeigt wird, das auch zu zeigen, dass sich damit Kameras an Segelfried, weiß ich nicht. Das ist sehr, sehr negativ. Was soll man machen? Die Leute jetzt für immer wegsperren? Er hat eine Zeit abgesessen und wird jetzt versucht, in dieser therapeutischen Stelle aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das ist nicht nur für mich Kamera, das ist, da unterstellen wir ihm was. Das wäre mir genauso, könnte mir genauso unterstellt werden. Jetzt, wenn die Kamera ausgeht, zücke ich hier gleich mein Messer und latsche durch die Innenstadt. Und ja, das ist halt auch wichtig, vielleicht, dass einige das lesen und sagen, okay, die selber vielleicht mal Opfer geworden, um zu sagen, okay, guck mal, der Täter hat darüber nachgedacht, das ändert das nichts. Wenn ich den Yassin sehe, der ist für sein Leben lang eingeschränkt, das tut mir unglaublich leid, aber wir müssen ja versuchen, diese Botschaften rauszubringen, dass Leute vielleicht sowas gar nicht erst machen. Was Messer anrichten können, das weiß auch Maximilian Pollux. Als Jugendlicher war er kriminell, nutzte für seine Straftaten auch Messer. Ein Messer ist eine Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert. Und das ist tatsächlich diese Bewegung, eine einzige Bewegung. Die meisten Messerstecher, die ich kenne, 99% würden diese Tat ungeschehen machen. Ein Messer ist... Weiß ich nicht, ob das... Ich glaube, viele sind trotzdem stolz auf ihre Taten. Ich habe schon mit Menschen zu tun und mit jungen Leuten, die stolz auf ihre Gewalttaten sind. Ich weiß, kann das jetzt nicht nur auf Messer runterbrechen. Ich kenne aber viele Leute, die auf ihre Taten stolz sind, die sogar stolz darauf sind, dass sie im Gefängnis waren und so weiter. Ich glaube nicht, dass jeder... diese Aussage könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Ich versuche da wirklich meine persönliche Abneigung hier fernzuhalten. Auf jeden Fall ein Ticket ins Gefängnis. Nach einer zweijährigen Flucht durch Europa saß Pollux lange Jahre im Knast. Heute arbeitet der 40-Jährige als Antigewalttrainer und gibt Kurse an Schulen. Bei YouTube will er Jugendliche aufklären. Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von 10 Jahren Haft. Heute ist er an der Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule in Mainz-Kostheim. Der Klassenlehrer hat ihn eingeladen. Er soll vor der CNC sprechen. Ja, Segelfried, ich weiß, gib Kurse an Schulen und triff dich mit Rotlichtchefs, ja, oder mit Leuten aus kriminellen Rockerclubs und so weiter. Ich weiß nicht, welche Botschaft das sein soll, wenn dann die Schüler ihm bei Instagram folgen und dann sehen sie ihm danach auf einer MMA-Veranstaltung mit irgendwelchen Rotlichtleuten Bilder machen. Weiß ich nicht, ob das... es tut mir leid. Ich versuche wirklich, meine persönliche Abneigung hier nach innen zu stellen.
Ich war selber im Gefängnis, fast 10 Jahre lang am Stück. Also ihr seid jetzt eine 10. Klasse. Ich finde es immer schwer zu erklären, was heißt 10 Jahre Gefängnis. Aber ihr könnt euch vorstellen, von der 1. Klasse bis jetzt, diese ganze Zeit war ich im Gefängnis. Es ist ganz still, als Maximilian Pollux eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt, bei dem ein Streit zwischen 2 Mädchen völlig eskalierte. Das eine Mädchen schubst die andere und die rutscht ein bisschen aus und fällt aufs Knie und schürft sich halt die Hose auf. Und die waren beide ein bisschen betrunken. Und jetzt sagt das Mädchen, das hingefallen ist, ich bring dich um, du Hure, du hast meine Hose dreckig gemacht. Und zieht ein Messer und sticht dem anderen Mädchen einmal in die Brust. Und das Mädchen, das den Messerstich abbekommen hat, fällt hin und stirbt. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie schnell vermeintlich harmlose Streitereien völlig eskalieren können. Fast die Hälfte von ihnen hatte schon Kontakt mit Messern. Ich höre vor allem von Jugendlichen, mit denen ich auch selbst Kontakt habe. Sie sagen halt immer zur Selbstverteidigung. Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Das ist, ich glaube, es gibt kaum einen Jugendlichen, den du fragen kannst, der noch nicht mit Messern rumhantiert hat oder weiß, dass seine Kumpels mit Messern rausgeht. Ich spreche regelmäßig auch hier zu Hause über Messer und so. Es hat halt eine Faszination. Waffen besonders natürlich auch. Es soll kein Gaming-Bashing sein, aber die Faszination Waffen auf junge Männer ist bei ganz vielen da. Was, wenn der andere auch ein Messer dabei hat, dann kann ich mich ja gar nicht schützen. Ich merke auch so, mittlerweile viel mehr Leute haben Messer dabei, da fühlt man sich ja klar ein bisschen unsicherer. Da denkt man dann naja, natürlich, dass man auch ein Messer mitnehmen sollte, damit... Ja, das ist eine Spirale, aus der wir nicht rauskommen gerade. Das ist eine Spirale, aus der wir nicht rauskommen. Man sich wehren kann. Jetzt würde ich gerne ein kurzes Rollenspiel machen. Dafür bräuchte ich einen oder eine, die vielleicht selber glaubt, ja, aber wenn ich ein Messer hätte, könnte ich mich damit verteidigen. Die einzige Verteidigung gegen Messerangriff ist weglaufen. Das ist die einzige Abwehr gegen ein Messer. Ich finde das auch sehr, sehr bedenklich bei TikTok. Ich habe für knapp 800 Euro ein Küchenmesser. Verstehe die Faszination. Ich habe auch viele gute Messer zu Hause, also in der Küche. Ich liebe es, wenn ich ein richtig schönes, scharfes Messer habe, mit dem ich in der Küche arbeite. Ich koche ja auch gerne. Leider zu wenig, das ist die Zeit. Ich hasse diese Videos. Ich habe selber ein paar Jahre Krav Maga gemacht, israelische Selbstverteidigungstechnik, wo es immer darum geht, hier Pistole zu entwaffnen, Messer zu entwaffnen. Diese Videos, die da bei TikTok sind, das ist der größte Scheiß immer. Ja, natürlich, stech mal zu von vorne. Natürlich kannst du das üben. Ja, dann stichst du so zu in der Geschwindigkeit, dann wird der Arm gegriffen, dann wird er gedreht nach hinten, dann schlägst du das Messer raus, dann drehst du den Arm hinten. Ja, Digga, jeder, der ein Messer einigermaßen führt, ne, ich habe jetzt hier kein Messer. Ich habe hier meine Schere. Doch, mein Laserman habe ich hier. Ja, also, selbst wenn der Angreifer das Messer schon so hält, ja, dann machst du... Dann stichst du so, wie sollst du das abwehren? Das ist absolut das Bullshit, was da verbreitet wird. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Bitte leise, schreib gerade. Selbst mein Kraft-Maga-Lehrer sagte, laufen schnell und weit, nichts anderes. Das ist so. Und es ist auch so, dass meistens das Opfer durch Adrenalin, wenn es wegläuft, um sein Leben läuft und der Täter ist öfters demotiviert, in der gleichen Geschwindigkeit und mit der gleichen Power hinterherzulaufen. Das ist nur mein Gefühl. Aber diese Videos da bei TikTok oder sonst irgendwo mit diesem Selbstverteidigungsscheiß, ja, dann musst du die Hand mit dem Messer greifen und hier, wenn jemand dich mit der Pistole bedroht, dann musst du die Pistole zur Seite schmeißen, dann mit dem Ellbogen reingehen, dann Arm umdrehen. Der größte Scheiß. Die einzige Abwehr ist weglaufen. Lukas macht das Spiel mit. Dann würde ich mal sagen, das ist dein Messer. Rollenspiel aber trotzdem immer gut für junge Leute, um das zu verdeutlichen, wie, wo, was passiert. Das ist Rollenspiele trotzdem immer gut für junge Leute. Also jetzt spielen wir so ein bisschen die klassische Situation, vor der die Leute Angst haben, wenn sie sich denken, ich sollte ein Messer dabei haben.
Lukas ist mit einem Stück Kreide bewaffnet. Fuck, oh, er hat ein Messer. Oh. Jetzt soll Lukas dem Trainer die Tasche abnehmen. So schnell ist es, selbst wenn du dich versuchst wegzubewegen und so weiter, stich da im Bauch, das ist nun mal so. Obwohl ich es wirklich kann, hat er mich eigentlich richtig schlecht erwischt. Also das ist sogar Richtung, das kam sogar Richtung Herz hin. Beim zweiten Szenario sind beide mit einem Messer bewaffnet. Sie verletzen sich gegenseitig. Ups. Ups. Wo ist denn jetzt die gute Möglichkeit? Wo ist jetzt das, wo ich gesagt habe, ah ja, gut, dass ich ein Messer dabei hatte? Es gibt in dieser Situation keine mehr. Jetzt zeige ich euch kurz, was die wirkliche Antwort in so einer Situation ist. Die wirkliche Antwort in so einer Situation ist, ich laufe. Und du kommst? Gib mir deine Tasche. Oh, fuck, ja, Mann. Bitte tu mir nichts. Ist auch eine wichtige Botschaft, die hier gesagt wird. Kein Handy. Kein Handy, kein Einkauf, keine beschissene Jacke, Turnschuhe oder das Portemonnaie sind es wert, abgestochen zu werden. Also die Botschaft, ja, das muss man ganz klar sagen. Also auch selbst wenn ich mich erwehren könnte meines Körpers, sich von der Bauchtasche zu trennen, ist aber für viele schon hart. Ralf, Alter. Also das muss man sagen, kein Gegenstand ist es wert, dafür niedergestochen zu werden. Was hast du davon, nachher im Krankenhaus zu liegen oder 6 Feet Under, weil du dein Portemonnaie gerettet hast? Ich würde auch, wenn ich überfallen werde, würde ich sagen, Digga, hier ist die Uhr, hier ist mein Portemonnaie, okay, du findest meine Jacke geil, hier ist meine Jacke, Digga, willst meine Unterhose, kein Problem. Kein Gegenstand ist es wert, die kann man sich neu besorgen. Die körperliche Unversehrtheit ist einfach absolut das Oberste. Keine Dinge sind es wert, dafür niedergestochen zu werden, vermöbelt zu werden, erschossen zu werden oder sonst irgendwas. Und viele haben ein Problem damit, dass sie dann denken, sie sind dann, oh, bin ich jetzt hier Opfer, ich könnte mich ja wehren gegen die 3, 5, die schlage ich jetzt alle um. Mein Ego, was das angeht, ist mittlerweile so groß, das ist mir scheißegal. Ja, du Opfer, gib mal deine Sachen her, würde ich sagen, ja, hier sind meine Sachen. Digga, hier, kannst haben. Ja, ich würde ihm die Sporttasche geben, weiß allerdings nicht, wo sie ist. Oh, one more, go one. Also, das Wichtige ist, auch bei so aufgepeitschten Tätern, die jetzt gerade auf einen zukommen und einen überfallen wollen, die sind sowieso im Aggro-Modus. Da muss man einfach mal in den Demut-Modus schalten, demütig sein, abbücken und sagen, alles klar und gar nicht so ironisch, na ihr kleinen, harten Jungs oder so, was wollt ihr denn? Sondern einfach sagen, alles klar, gebe ich euch, gut, gut, alles klar, haut ab, alles gut, tschüss. Wie sehr willst du mich jetzt noch abstechen? Gar nicht. Oh, was habe ich verloren? Puffi in der Tasche, bisschen Geld. Das Rollenspiel soll den Schülerinnen und Schülern die Augen öffnen. Ich habe auch schon ein Messer mit nach draußen genommen, aber ich wusste nicht damit, dass es so ein riesen Ausmaß hat. Warum hast du das gemacht? Warum hast du ein Messer dabei? Genau aus den Gründen. Oh, wurde letztens überfallen, 8. Staffel ist weg, ey. Lass mich mit der 8. Staffel in Ruhe. Einfach nur, um mich sicherer zu fühlen. Die Botschaft am Ende des Anti-Gewalt-Trainings an die Schülerinnen und Schüler ist eindeutig. Lasst eure Messer zu Hause und geratet nie in einen Messerkampf. Wenn ein Messer in eurer Nähe gezogen wird, rennt. Das ist die einzige Verteidigung, die man hat gegen Messer. Punkt. Zurück in Oberhausen. Messeropfer Yassin Güler lebt noch bei seiner Mutter. Seitdem er im April 2023 niedergestochen wurde, nimmt er jeden Tag bis zu 15 Tabletten. So wichtig, hier auch die Opferseite zu beleuchten. Das tut mir so leid für diesen Yassin. Ich muss Blutverdünner einnehmen, ich muss Magentabletten einnehmen, damit der Magen durch die ganze Menge an Tabletten nicht angegriffen wird. Mutter Nicole ist gelernte Arzthelferin. Sie versorgt ihren Sohn. Hier ist das ganze Sammelsurium. Hier sind die ganzen Medikamente für den Yassin.
Die ganzen Pflaster, Verbände, Kompressen, alles für seine Wundversorgung. Seit dem Angriff auf ihren Sohn ist sie krankgeschrieben. Sie muss sich um Yasin kümmern, um seine Verletzungen, aber auch um seine Stimmungsschwankungen. 24/7 wieder Mutti sein. Zwischendurch ist er auch so gefrustet, dass ich dann, Fußabtreter würde ich jetzt nicht sagen, aber ein kleiner Punchingball, wo er... Ja, irgendwo muss er es rauslassen. Der hat sich sein Leben auch anders vorgestellt. Wegen so einem Scheiß. Habe ich ja auch nie drüber nachgedacht, was ich meinen Opfern angetan habe. Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Scheißegal. Haben ja selber Schuld. Was sind sie da lang gegangen, wo ich lang gehe? Wo ich bin? Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ja, Thibaut schreibt auch gerade. Ja, aber eine Tasche, Handy oder geile Sneakers, alles in dem Alter. Und das Ehrgefühl auch. Man ist jeden Tag auf der Jagd nach den Tätern. Und wenn man sie sieht, ruft man die Kavallerie. Ist halt leider so. Mal Dampf ablassen kann. Das unbeschwerte Leben ist für ihren Sohn, aber auch für die 49-Jährige erstmal vorbei. Ich bin zwar nicht angestochen worden, aber für mich hat sich das Leben und die Einstellung auch massiv verändert. Ja. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, arbeitstechnisch, wie ich auf der Arbeit agiere, wie ich in der Gesellschaft agiere. Doch hat mit mir auch schon eine ganze Menge was gemacht. Klar, welche Eltern wollen sehen, dass ihr Sohn dann niedergestochen wurde und danach ein Pflegefall ist? Wer will das sehen? Ein Stich hat das ganze Leben der beiden völlig verändert. Trotzdem bereut Yasin nicht, dass er damals helfen wollte. Das hat etwas mit Zivilcourage zu tun, das hat aber auch etwas mit Menschsein zu tun. Man sollte niemals jemanden im Stich lassen. Und ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Und wenn ich wieder vor die Wahl gestellt werden würde, dann würde ich es wieder tun, ja. Ja, mehr Cojones in der Hose wie die meisten, wie es für mich wahrscheinlich auch gilt. Ja, was soll man dazu sagen? Ehre geht raus, ne? Weil er da Streit schlichten wollte, Zivilcourage beweisen wollte und er ist im Endeffekt jetzt das Opfer, der jetzt sein Leben lang die Konsequenzen davon tragen muss. Yasin muss bald erneut operiert werden. Zum 13. Mal. Zurück am Hamburger Hauptbahnhof. Der meistbesuchte in Deutschland. Es ist mittlerweile kurz nach 20 Uhr. Polizeihauptkommissar Marc Drews ist immer noch im Einsatz. Zusammen mit einer Kollegin kontrolliert er innerhalb der Waffenverbotszone rund um den Bahnhof. Nagelschere? Ja. Okay, ich bin vorsichtig. Ja, einfach vorsichtig. Also Nadeln oder sowas habe ich gar nicht. Okay, Messer, irgendwas? Nein. Nein, okay. Haben Sie noch Drogen dabei? Nein. Nein. Okay. Gerade in Bezug auf Messerangriff oder andere Waffen achten wir darauf, wo die Hände der Person sind, dass die nicht irgendwo rumwühlen. Schon nach wenigen Minuten ein Drogendeal auf offener Straße. Direkt vor den Augen der Beamten. Hier ist leider die Doku zu Ende. Ich weiß nicht, ob da noch mal ein zweiter Teil kommt, aber ich glaube, wir haben es ganz gut erstmal beleuchtet bekommen in 1,5 Stunden. Was Messer bedeuten, jemand hat es auch gerade geschrieben, das geht auch an den Leuten vorbei, dass es nicht nur mal ein Opfer gibt, sondern die Angehörigen sind Opfer. Durch eine Gewalt hat entstehen so viel Opfer. Das geht da immer so ein bisschen unter. Ich weiß nicht, warum die Doku da zu Ende war. Muss ich mal gucken, ob wir in das Thema nochmal reingehen. Ich finde es immer wieder wichtig, weil mir begegnet das Thema jede Woche in Schulen. Jede Woche, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, begegnet mir das Thema Messer, Waffen. Immer mit der Ausrede, ich muss mich wehren. Ich hoffe, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Da ist auch das Elternhaus gefragt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Auch die Eltern da mal zu kontrollieren, wenn die mit ihren Taschen losgehen, mit ihren gefakten Gucci oder sonst was Taschen, einfach auch mal als Elternteil zu sagen, gib mir mal deine Tasche. Na? Und da auch präventiv zu Hause zu wirken, das kann nicht immer nur Polizei machen, das kann nicht immer nur Schule machen. Da ist auf jeden Fall auch das Elternhaus gefragt. Dankeschön, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Wir sehen uns morgen Vormittag zu einem neuen Thema. Ich denke, das machen wir ca. 10 Uhr. Ich bin heute noch unterwegs, bin heute zu einer Veranstaltung mit Eltern.
Da werde ich das Thema vielleicht auch mit aufgreifen, werde ich mir gleich mal überlegen, ob ich das heute Abend mit einbaue. Also vielen lieben Dank. Dankeschön an alle, die diesen Kanal hier supporten. Lasst gerne einen Daumen da bei YouTube oder kommentiert gerne. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das macht für mich die Arbeit ein bisschen einfacher mit vielen Leuten, die hier schon sehr lange dabei sind. Dankeschön, Ehre geht raus an euch. Und wir werden noch einen Weg zusammen gehen. Vielen lieben Dank. Und alles, was ich zu sagen habe, noch ist, ich verbleibe wie immer mit einem.